Okay Leute, damit eure Schuhe und eure Sportsachen immer trocken bleiben, habe ich für euch diese Teile, die ich für mich geholt habe, werde ich heute ein bisschen darüber erzählen, wie der Lebecker One to Punch. Viel Spaß dabei! Und jetzt bin ich auf diese Teile gestoßen, die ich für mich geholt habe. Das ist von Thermic Wärmer, keine Ahnung was das ist, aber auf jeden Fall eine coole Verpackung und die Teile sehen richtig cool aus. Das heißt, was ist bei denen besonders? Und zwar, wenn wir das hier drauf gucken, die verteilen super gut Wärme, Nummer 1. Und das Wichtigste ist, die kontrollieren immer diese Wärme, was wir in den Schuhen haben, damit es nicht zu Überhitzung kommt. Das ist auch, fand ich, ein wichtiger Punkt, worauf wir achten müssen. Jetzt packen wir die auf und gucken wir, was drin ist. Ja? Und zwar ist ein schickes Teil. Das sind die zwei Sachen, die wir immer wieder in die Schuhe machen können, reinmachen können oder auch in die Handschuhe. Das ist super wichtig. Da steht auch, dass die für Handschuhe geeignet sind. Und dann haben wir drinnen noch so eine kleine Bedienungsanleitung wahrscheinlich. Gucken wir, was drinnen steht. Ja, sehr viele Sprachen. Steht, wie viel Volt und sowas. Das heißt, die packen wir einfach in die Schuhe und wie wir das jetzt machen, zeige ich euch jetzt nochmal. Wir gehen rüber. Okay Leute, jetzt haben wir das alles da, das heißt fette Schuhe oder unsere Boxenschuhe, Ringenschuhe, Taekwondo-Schuhe und natürlich die Boxhandschuhe. Genau das alles machen wir hier rein und jetzt ganz easy, wir packen das einfach so rein in unsere Schuhe. Dann haben wir hier so eine Kontrollleuchte, die dann euch zeigt, dass es jetzt gerade an ist. Und genau das gleiche, wir können das auch hier in unsere Boxhandschuhe reintun und dann ist das Wärme da. Und da das jetzt alles regeneriert oder beziehungsweise kontrolliert, dass es nicht zu Überhitzungen kommt, das ist ganz gut, dass die da drinnen bleiben. Oder genau das gleiche Taekwondo-Schuh, das ist auch Leder und immer braucht so viel Zeit, deswegen packen wir das auch da rein. Und dann könnt ihr ganz schnell austrocknen und dann könnt ihr nächsten Tag schon sofort trainieren. Sonst, wenn die Schuhe nicht komplett trocken sind, dann halten die nicht mehr so lange und dann wisst ihr schon, dass die nicht mehr gut sind später, ja. Und ich habe schon ausprobiert, wenn wir das anmachen, dass das Teil ist nicht so super heiß. Es ist wirklich sehr einfach warme Temperatur, weil das ist immer so wichtig, wenn ihr nicht direkt auf den Heizung die ganzen Sachen abstimmen könnt, sonst kommt zu viel Hitze rein und das macht die Schuhe oder Handschuhe kaputt und nicht halt diese Wärme, die wir dann wirklich da brauchen, dass es so langsam trocknen wird, ja. Deswegen richtig coole Teile, falls ihr sowas sucht, könnt ihr natürlich vielleicht eine andere aussuchen, was euch besser gefällt, aber auf jeden Fall so sehen die aus, Kostenpunkt 25 Euro, manchmal gibt es viel günstigere Variante, manchmal gibt es auch ein bisschen teure Variante, aber die habe ich ausprobiert, reicht vollkommen aus, langsam warm, Schuhe sind trocken, genau sowas von diesen Schuhe. Total aufs Stoff, seht ihr, das passt ganz gut rein und dann können wir das einfach drinnen lassen und 3 Stunden, 4 Stunden ist es dann alles durch und trocken. Ja Leute, das war's von meiner Seite, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen, bleibt dabei, schreibt, was ihr macht, wenn eure Sachen nass sind, würden wir uns super freuen, kommentiert, abonniert, bis zum nächsten Mal und ciao!